spiele ich halt heute alleine, wenn der extra ist. Was ist denn da noch eigentlich? Wo ist da der alte Mann? Okay, wir starten mit dem entspannten Bellen, okay? Ja, das ist scheiße, wenn Leon nicht da ist. Dann rafft er wieder sein Setup nicht und man hört nichts und der hört nichts. Das ist so scheiße. Und der allein im Studio ist, der kann nichts geschissen, ey. Was ist das denn? Showspeed jetzt hier im Voice oder was? So, hey, wie geht's dir? Ah, moin, bist auch da. Ja, hi. Ja, alles gut bei mir? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist gut. Ja, bei mir ist auch okay. Du, sag mal, hast du einen Dialekt oder so? Nee. Warum? Hallo. Hi, hallo. Na du. Was geht? Was geht? Hast du ein neues Mikro da, du? Komische Fragen. Ja. Krass, hört man. Hast du echt? Ja, ja, wirklich. Jetzt klingt ein bisschen... bassig. Ja, genau, dumpfer oder bassiger, ja. Liegt an meiner Stimme. Ja. Achso. Oh ja. So, wo ist denn Dadosch hier, der Schlingel? Dem hat keiner das Teamspeak gegeben. Ja, der ist ja nicht in der WhatsApp-Gruppe. Ich wette, wir könnten ihm nur den Teamspeak geben und nicht das Passwort. Er würde das Passwort erraten, weil das so ein Billo-Passwort ist. Hä? Also, wie soll der das denn erraten? Das Problem, also vom Passwort her, was es bedeutet, würde er niemals darauf kommen, dass das Passwort von Trilux ist. Ja, deswegen kann er es nicht erraten. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. So. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Auch nicht. Ja, also, ich müsste Dadosch bei Twitter folgen, damit ich ihm das Passwort schicken kann. Kann das einer von euch machen? Nee, ich folge ihm auch nicht. Ich habe ihn geblockt. Ich, habe ihn nirgends. War ein Lobbycode für Codenames? Nee, wie macht man das auf? Macht ihr das auf und schickt einen Code, oder was? Codenames. User was moved to your channel. Hello. Hello. Hey. Dadosch hast du einen Dialekt. Wo kommst du her? Warum ist das jetzt? Nee, also ich komme aus Norddeutschland. Ich bin gebürtiger Kieler, aber ich habe jetzt keinen Platt oder sowas drauf. Mm. Weil bei Trill ist mir ein Dialekt aufgefallen, aber erst so seit letzter Woche oder so. Was denn? Also du bist gebürtig aus Bayern, oder? Ja. Nein, oder? Was? Was? Ja, doch. Nein. Mach dir eine Codenames Lobby auf. Wie geht denn das? Create Room? Ich bin in Moosburg aufgewachsen. Ja, klar. Das hast du safe gegoogelt. Weil nein, ich komme aus Aschaffenburg und wir sind gar nicht so weit auseinander weg, ne? Das weißt du. Ja, das ist zwischen Regensburg und München ist das. Ja. Moosburg an der A92 ist das. Nee. An der A92, vielleicht kennst du ja jemanden im Chat zwischen Bruckbeck und Langenbach. Die Klappe, was von dem Map ist gerade auf. Google Maps, ja. Hat er einfach Google Maps gelesen. Scheiße, geht gut los. Habt ihr schon mal Codenames gespielt? Ich habe gehört, Dalu ist eine Maschine. Nur als Brettspiel habe ich es gespielt. Ja, das ist ja was ganz anderes, das kann man gar nicht vergleichen. Eben, dachte ich mir nämlich schon. Das muss ja komplett anders sein. So, mache ich jetzt Create Room oder macht ihr einen Room? Ihr seid die Profis hier. Ja, aber, okay, müsst ihr. Ich hab die Lobby auch nicht aufgemacht. Ich bin so froh, dass ihr das auf Steam gesucht habt. Ich mache jetzt Create Lobby und ich muss hier rausgehen. Warte mal ganz kurz. Aber wo schicke ich euch das? Weil ich kann nicht auf den Teamspeak zugreifen, weil der Rechner ist so anders. Mann, ey. Der ist im anderen Raum. In die WhatsApp-Gruppe. Lea, er hat doch kein WhatsApp-Dalu. Also, wenn der. Ich mache euch einen Screenshot und schicke den bei WhatsApp. Nein, doch, nein, ist jetzt schon raus. Und mir wird das wie weitergeleitet, so. Alter? Ja, du kriegst es über ICQ. Ja, so, warte mal. 96172272. Wie mache ich denn das jetzt? Randomize Team, Reset Team, Start New. Nee, Setup Game. Setup Game, Codenames, Words, Codenames, was ist denn das? Nee. Hä, wie sehe ich denn jetzt die Lobby? Was muss ich jetzt hier drücken? Ach, einfach der Code oben, oder was? Die URL, ja, wir müssen einen Link bekommen. Ihr tippt den ab jetzt. So war das. Lies ihn vor, ja. Ich kann den vor. Oh, das ist das erste Codenames. Das sind nämlich Wörter. Und ich connecte jetzt diese drei Wörter, die den Link ergeben. Und nur die würdig sind, die kommen rein in die Lobby. Ja, hat Spaß gemacht. Okay. Nee, ich mache einfach ein Foto, Mann. Ihr tippt es einfach ab, es geht easy. Warte mal. An Discord hast du auch keinen Zugriff, ja? Gehe ich von aus. Nein. Doch, das wird gehen, ja, das wird schon gehen. So, ich hab's geschickt.
Also es kommt, lädt gerade hoch. Da sind 3 Wörter. Ja, und der Link davor, du Idiot? Ja, wie könnte der Link davor wohl lauten? Ja, weißt du, was weiß ich? Was ja, so wie die Seite ist, codenames.game. Ja, okay. Was soll denn das sonst sein? Knuddels.net oder was? Enter your nickname. Naja, Website Language. Wir wollen noch, machen wir Deutsch, oder nicht? Ja, oder? Ja, mach schon Deutsch. Ich hab Deutsch, ja. Ich hab auch hier Select Language the Germans, hab ich. Platz 2. Und genau, dann drückt am besten F11, damit man die URL nicht sieht. Boah, hätte das denn gezeigt? Mann, ey, jetzt komm. Technik-Freak, du. Okay, ja, dann gebe ich keine Tipps mehr. Könnt ihr haben. Wo macht man denn die Facecam hin? Unten links war nichts, oder? Hast du auch noch einen Tipp, Matteo, wo die Facecam hinkommt? Das ist echt eine gute Frage, ich weiß auch gerade nicht. Wo hatten wir die denn auf der LAN? War die da nicht auch links? Also ich glaube, links oder rechts ist nichts zu sehen, sondern weil da sind ja die Ränder. Du hast ja nur die Wörter in der Mitte stehen, oder? Stimmt, ja. Ich glaube, links unten ist okay. Ja, ich glaube, links unten ist am besten, weil da ist dann auch nicht mehr... Ja, okay, müsste gehen. Oben Mitte wird hier gesagt. Wir sehen es ja gleich, wenn es losgeht. Ja. Dalo, magst du mir das denn per Discord oder so? Nee, ich schicke dir auch ein Foto. Geht das bei dir nicht per Teamspeak? Mann, nicht. Ja, oder ein Teamspeak oder so. Ja, ich schicke dir ein Foto, Dalos. Nein, ich will kein Foto. Hier, das musst du abtippen. Ich will kopieren. Du hast wirklich ein Foto geschickt, oder? Natürlich hat er ein Foto geschickt. Er hat nicht mal drauf gewartet, dass die Kamera fokussiert. Das letzte Wort muss ich raten. Könnt ihr schon joinen oder nicht? Ich bin drin. Ich bin drin. Hä? Ach so, wir müssen ja auch noch überlegen, wer mit wem spielt, ne? Alle Kombis einmal? Genau, alle Kombis einmal, würde ich sagen. Aber wie machen wir die erste Kombi, ist die Frage. So wie wir im Voice sind. Wie sind wir im Voice? Länger, dann habe ich noch nach 10 Minuten auch noch Bock. Ich mit Dalo zuerst, Dadosch mit Matteo. Okay, na gut, dann. Ich muss erstmal in die Lobby kommen, Alter. Ach, das habe ich. Ah ja, I see. Das ist ja das erste Codenames, hat Dadosch nämlich schon nicht geschafft. Nee, du hast okay. Nur das eine Wort vor diesen 3 Wörtern mir nicht richtig fotografiert. Ja, das ist ja wohl offen. Nee, ich habe dir denselben Screenshot geschickt, den wir bekommen haben. Ich dachte, du hast jetzt den Screenshot nochmal abfotografiert. So, muss ich einmal Codenames erklären? Oder ist es. Ja, kennt das jeder? Ich erkläre einmal Codenames. Ja, also, eine seriöse Erklärung. Okay, es gibt 2 Teams, zwei Personen. Diese Personen spielen zusammen und spielen im Wechsel gegen die anderen Teams. Und zwar hat man dann ein Board mit Wörtern drauf. Diese Wörter sind eingeteilt in die Teams. Also es gibt Wörter, die sind in blau fürs blaue Team und Wörter, die sind in rot fürs rote Team. Das blaue Team muss versuchen, die Wörter der eigenen Farbe zu erraten. Und zwar indem der, ich weiß nicht genau, wie rum es ist, operative, glaube ich, die Wörter connected, die der Spymaster vorher mit einem Wort zusammengefasst hat. Ich mache ein Beispiel. Die Wörter sind Sonne, Banane und Ente, Gummiente. Und dann sagt der das Wort gelb. Und dann musst du die Wörter halt connecten, die zu dem gelben Wort passen. So. Und das war's. Machen wir ohne ausgedachte Fake-Wörter oder nicht? Was? Ohne ausgedachte zusammenhängende Wörter oder mit? Also nein, wir machen, das Wort muss entweder im Duden stehen oder es muss in der deutschen Sprache vorkommen. Sag mal ein Beispiel für ein Wort, das du gerne nehmen würdest. Okay, also es ist jetzt ein blödes, also ist jetzt on the fly, aber dass ein Wort in 2 Richtungen gedacht werden kann. Als Beispiel, keine Ahnung, ein Wort ist Gentleman, das andere Wort ist Meer. Und ich sage Seemann. Das geht, weil Seemann ist ein Wort. Ja, das ist zwar ein Wort, aber dieses Wort ist gedacht in 2 Richtungen. Das darfst du machen. Das musst du nur geben. Du darfst auch nicht das sehen. Das kannst du machen. Das ist ja eine Hausregel. Also ja, wir machen das mit okay. Ja, aber keine Zahlen, ne? Okay, angenommen, ich mache mal ein anderes Beispiel, okay? Würdet ihr folgendes Wort durchgehen lassen? Gelddrache. Ich frag nur jetzt schon. Was? I guess. Ja. Warum? Was ist Drache? Was ist Gelddrache? Ich frag nur. Es gibt auch Mauzi.
Der wirft auch mit Geld um sich. Ja, aber wir sagen doch, also Geld, nein, also wenn, nein, Gelddrache geht nicht. Was geht ist nicht. Gelddrache? Erzähl, sag mal, wie ein Gelddrache aussieht. Naja, hast du Hobbit gesehen? Nein. Ja gut, dann... Heißt der Gelddrache in Hobbit? Ich wurde, naja, wie soll der sonst heißen? Wir haben immer die englische Synchro gesehen, Dalu. Ja. Also, wir wissen nicht, wie der auf Deutsch heißt. Also es, man munkelt, dass das vielleicht schon mal auf einer LAN-Party in Bonschwahause genutzt wurde und es ging da durch, aber es ist zu Diskussionen gekommen. Also wenn ein Charakter in einer Serie so heißt, ist das okay, aber heißt der Gelddrache oder nicht? Wenn man Gelddrache googelt, kommt dann irgendwas Signifikantes, so das ist der Gelddrache, den könnte man kennen von Buch XY? Wir können uns auch darauf einigen, dass ein Google-Treffer zu dem Wort mindestens 10.000 Treffer haben muss. 10.000? Ja, das ist nicht viel. Ja, das ist nicht viel. 10.000 ist nicht viel. Ich gucke jetzt, wie viele Gelddrache hat. Okay. 300. Seit der LAN 10.000, locker. Nee, 4.690. Ey, aber guck mal, sag mal über 1.000, komm. Nee, also, ab 5. Eigentlich also, wird sich ja jetzt schon Worte ausgedacht. Das ist keine, das ist Literatur. Ich gebe jetzt ein, das Wort Wurst-Zwiebelschnitzel und selbst das hat 17.600 Treffer, Matteo. Also 10.000 ist nicht viel. Okay, na gut. Aber Wurst-Zwiebelschnitzel ist ja auch geläufig. Das stelle ich immer. Ja. Können wir wieder anfangen? Okay, damit okay, okay. Schneller zu Ende. Okay. So, wir spielen einmal alle Konstellationen durch. Das heißt, wir machen 3 hoch 9 Runden, ja? Ja, also wir sitzen hier 24 Stunden genau, im Stream. Okay, alles klar. Wir machen aber auch, dass jeder noch mit sich selbst spielt. Klar. Ja, so, okay, also dann gehe ich in Team Rot und gehe mal Spymaster. Dann, Dadosch, komm du auch mal Team Rot dann. Willst du erst die Wörter pushen und ich ermittle? Oder wer macht denn was? Wer sucht denn aus? Also ich will, dass du mir Begriffe gibst. Ja, aber ich dachte, wir machen jetzt jede Konstellation einmal Hinrunde, ja, Rückrunde. Aber jetzt können wir ja trotzdem uns die Hinrunde. Sorry, dadurch, dass ich da einfach gewählt habe. Was ist der Ermittler? Was macht der? Der sucht, also Trilog sagt Haus 3 und ich suche aus, ja? Das muss Matteo sagen, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich ermittle. Damit ich der Geheimdienstchef. Oh nein, ich will mich so blamieren. Wir können zusammen im Voice sein, ne? Das ist egal. Ja, ist ja nacheinander. Ja, schon. Aber zum Beispiel, wenn ihr die Wörter connectet, könnt ihr euch halt muten, wenn ihr mit dem Chat irgendwie reden wollt oder so. Aber macht den Chat bitte weg, aber ihr könnt halt trotzdem reden, eure Gedanken. Also halt wir teilen. Sagen, was wir. Okay, dann war der Chat aus. Also Chat aus. Machen wir weg. So, dass nur dadurch nicht in einem Channel und ihr beide oder wir alle in einem, weil Trilux darf mir. Er darf ja keine. Wir dürfen hier keine Tipps geben. Wir bleiben alle in einem Channel, okay, man darf aber keine Tipps geben. Und dann bei der Runde, wo man die Wörter versucht zu connecten, da wird eh keiner reden, weil man muss sich ja da konzentrieren. Und danach bei der Raterunde, da wird dann der versucht zu connecten, reden. Und dann hören wir einfach nur zu. Okay. Wir können auch Squadstream machen, wenn ihr wollt, aber nur wenn ihr wollt. Okay, dann nicht. Ist das nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, kann das ich eh nicht. Bringt nicht viel. Das ach so, okay. Bei dem Spiel bringt das ja eh nichts. Ja, das stimmt. So, Chat habe ich auf nur T3, das ist okay, ne? Genau, T3 Subs und Donations ab 500 Euro. Also wer helfen will, ihr wisst Bescheid. Genau, da müsst ihr ein bisschen... eine Sache ist noch wichtig zum Erklären. Es gibt eine schwarze Karte auf dem Brett. Wenn diese schwarze Karte fälschlicherweise umgedreht wird, dann wird das Spiel sofort beendet und das Team, was sie umgedreht hat, verliert. Das heißt, wenn ihr die Wörter aussucht, wollt ihr auch darauf achten, dass ihr auf keinen Fall in Richtung schwarze Karte beschreibt. Ja? Ja. Ei. Okay. Gut. Alright. Ich push direkt die schwarze, Lennart. Das war mal was, ich schieß raus. Ein Wort und eine Anzahl der Karten, die umgedreht werden sollte. Oder drauf genau, zieht, genau. Ne? So genau. Hier Buch 3 oder genau, so. Genau, ne? Ja, genau. Okay. Buch 3 oder. Und übrigens, man kann immer eine Karte mehr umdrehen, als angegeben wurde als Zahl. Wenn du sagst Buch 3, dürfte ich sogar eine vierte umdrehen. Und das ist von daher, weil man aus der Runde davor ja vielleicht noch eine umdrehen möchte, die man da vergessen hat. Oder die man dann sich erschließen kann. Okay. Aber nur weil Matteo sagt, Buch 3 musst du nicht 3 machen. Genau. Du kannst nur 1 machen. Du kannst auch nur 1 machen, wenn du auf sicher gehen willst. Genau. Okay, geil. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich mache den Chat weg und dann drücke ich Start Game, oder? Jo. Let's go. Ich bin nervös. Warum ermittle ich? Okay, warte mal. Ich habe die Karten. Das raff ich ja jetzt erst. Also, Dalu, du musst dann erraten. Genau, so, ich muss mich konzentrieren.
Bin ich der Erste jetzt? Wer fängt denn an? Wer fängt denn an? Ich glaube, ich bin. Gib mir einen Hinweis ein, das bin ich jetzt, oder? Ja, ja, okay. Ihr seid rot, wir blau? Ja. So, ich bin mal gemutet, damit ich schon mal connecten okay, kann. Mal. So, wir haben die roten Felder, das muss ich merken, Worte, rot. Du siehst jetzt auch die Worte, ne? Ja, ja. Okay, also New York, Fallsprung. Fallsprung schon mal gut. Besprechung, Nähre, Kapelle, Theater. Gibt es das eigentlich auch mit Bildern online Stille? Oder nur mit Wörtern? Bikini. Weil ich kenne das als Brettspiel mit Bildern. Es gibt das auch mit Bildern, ja. Oh. Das, also ich finde noch Bilder machen noch ein Ticken mehr Spaß. Die Cam ist noch im Weg. Aber ah, die Cam, scheiße. Ja, schon gut so. Schon. Ja, vor allem, dass ja, also das mittlerweile cool. Auch so auf Deutsch und online gibt, ist ganz cool. Also ja, das in mehreren Sprachen, glaube ich. Ich habe es vorhin auf Steam gesucht. Ist Text-to-Speech auch aus? Okay. Nee, Text-to-Speech ist noch an, scheiße. Aber ich kann jetzt nicht darüber. Ich kann da nicht rüber. Muss ich erstmal durch die ganzen Worte arbeiten. Schreib nichts in Text-to-Speech. Ja, du musst auch alle anderen Worte vom Gegnerteam erstmal checken. So. Aber das muss ich ja auch. Ich muss ja auch alle Worte erstmal verändern. Das wird ja von Runde zu Runde einfacher. Irgendwann hast du ja alle gesehen. Also ich könnte Sprung und Fall connecten mit ja, das kannst du ja Fallschirm. Machen. Du könntest ja rein theoretisch sicher aber spielen. Aber das Fall drin. Ein oder zwei ja, nee, oder nee, 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 wir machen nur Vierer plus. Ja, okay. Oh, ich könnte geht direkt für Schwarze. Scheiße, ich könnte boah, das ist nicht leicht, ey. Flugzeug. Flugzeug. Flugzeugabsturz? Nee, das ist zu weit hergeholt. Nichts. Sprung und Fall. Bungee. Sprung und Fall. Bungee. Bungee-Seil. Okay, ich hab vielleicht was, Dalu. Bungee-Seil, krieg ich ja noch was anderes. Ja. Bungee-Seil. Ich gehe und gucken, ob da nicht irgendwas anders. Bungee-Seil und dann Mexiko, Moskau. Mexiko, Moskau, New York. Oh, da könnte man auch Städte gut connecten, ne? Stadt. Mexico City. Ja, Mexico City könnte. Ey, man könnte Stadt, okay, Stadt könnte man drei machen. Anderen, easy sogar. Mexico City, New York und Moskau. Boah, Stadt glaub, drei. Stadt. Dann kriege ich da noch ein zweites Wort mit rein. Stadt. Reingehen, oder? Stadt. Du entscheidest das. Wenn, denk, du weißt ja, kenne ich das, verstehe ich das, was Stadt. Du davor hast. Stadt Bungee. Bungee-Stadt. Scheiße. Ah, die werfen mich wieder ja, aus der okay. Gruppe raus. Also Bungee-Stadt. Wirst du damit nicht connecten? Stil. Ich glaube, von den Roten auch keins. Stil. Dann ist es ja safe. Wo aber ist denk, das Risiko? Ich denk Eisstadt. Um du musst auch ein bisschen um eine Ecke denken. Okay, ich gebe okay, okay. Eisstadt. Okay. Also, danach nicht mehr reden, Trill, ne? Also, so wird das immer gesagt. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja, ja. Casino. Eisstadt 5. Da sehe ich schon mal, also ich rede, ich darf jetzt, ich kann ja, erstmal nur quatschen. Ne? Welcher ist der Button zum Einloggen? Achso, genau, ich glaube, du kannst einmal antippen, das ist aber noch nicht abgegeben, oder Matteo? Wie war das? Ah, warte mal, Halles Dings. Ich kann es ja testen, weil bei einem. Nein, stopp, schon, warte mal. Also, wenn du die Hand antippst, dann drehst du die Karte sofort um. Wenn du aber die Karte einfach irgendwo anders anklickst, dann highlightest du die nur markierst für dich, damit du die ja, so, ja, Glück. Ne? Ja, ja. Glück ist, das muss. Ansonsten nimmst du mich hops. Hoffentlich ist das schwarz. Also wenn dann. Schweif, nein. Soldat, nein. Antarktis, nein. Post, nein. Stil, nein. Nein. Leere. Kapelle. Ich komme drauf an, wie weit du umdenken denkst. Theater, Mexiko, Königin. New York Zopf, Moos, wenn du es als Geld siehst. Nochmal Glück, Moos, Moneten, Mäuse, Zaster, Tresor. Tresor ist gut. Sprung, Fall, Genie, Watt, Halle, Nuss, Moskau, Wurf, Bikini. Wurf. Oh mein Gott, also offensichtlich. offensichtlich nehme ich. Maximal den. Welche Wörter können denn noch damit? Puh, Halle? Ey, dass der Casino Matteo, nimmt und sagen? Königin ist die schwarze Karte. Matteo? Ich würde halt auf Königin auf Karten weiß. Kommen. Er nimmt Königin, ich oder? Ich erstmal so ein paar an, wie ich so ein bisschen. Er nimmt Königin. Moos für Geld. Königin. Casino, die Königin, ja, Könige. Ich bin sehr sicher, ey, was du alles anklickst. Vielleicht ist du safe. Ich hätte safe. Also wirklich hundertprozentig safe, ja, ja. Zwei. Glück und Tresor. Ja, das sage ich dir ja nicht. Ja, aber Glück ist safe.
Also ich würde vielleicht sogar noch. Ich werfe, ich folden, werfen, Wurf. Das ist aber alles so weit hergeholt. Ja, das ist aber. Ja, was auch Trill, der meint bestimmt Antarktis. Also Schweif, nein. Soldat, nein. Post, Antarktis, Stil, Besprechung, leere Kapelle, Theater, nein, Theater wegen, nein, auch alles eine Kapelle wegen Vegas, nein. Vielleicht, keine Ahnung, New York, Zopf, Moos, Tresor, also Glück, ich nehme mir das auf, immerhin erstmal Glück. Glück ist safe. Wow. Safe. Ist das jetzt schon richtig angezeigt oder ist das jetzt erst? Das ist erst richtig, wenn, das ist richtig, okay, richtig, okay, das ist richtig, richtig, richtig. Sobald du eins falsch hast, endet die Runde auch sofort für dich. Mhm. Also dann. Tresor. Spiel. Stress. Casino gleich Spielhalle. Ist ein guter, ne? Ist ein guter. Wurf ist so wegen Würfel. Casino, Würfel, bildest du ab mit Würfel, Chips, Karten, Wurf. Moos, Geld. Hm. Halle, Spielhalle, das sind so meine, aber davon sind anscheinend nur zwei, wenn überhaupt, vielleicht auch null. Ich nehme Wurf und Halle. Okay, es ist weiß. Aber okay, es ist weiß. Ich dachte, okay. Der Bildschirm ist rot. Ja, der Bildschirm ist rot geworden. Okay, nee, nicht schlecht. Wenn er die meinte. Wenn man neutral pickt, dass man dann nicht nochmal darf? Ist das so? Ich, ja jetzt, ich konnte ich, ja, darfst nicht nochmal. Beende den Zug, beende den Zug. Immer? Direkt. So, ja, ja. Okay. Ich mache jetzt was sehr Gewagtes, okay? Ah, du weißt aber, mit wem du spielst, ne? Ja, aber du musst jetzt einfach, du musst dein gesamtes Gehirn jetzt benutzen, okay? Alles? Du musst dein gesamtes Gehirn jetzt komplett benutzen. Oh nein. Du musst jetzt das letzte Mal in der 10. Klasse oder so. Okay. Es ist vielleicht zu weit. Wir lehnen uns jetzt zu weit aus. Ah, nee, egal, ich sag nix. Ja, yeah, alright, alright. Gucken wir mal. Warte mal ganz kurz. Ja, ja, lass dir Zeit. Okay. Wolkenkratzer 5. Ich hoffe, dass er über Wolkenkratzer auf Städte Schweif, kommt und dann bei Soldat, Sprung und Fall Antarktis, Wolkenkratzer, aber dass man da runterspringt. Aber es ist vielleicht zu weit hergeholt. Besprechung, Leere, Kapelle, Theater, Mexiko. Oh Gott, das ist zu krass. Königin, New York, Zopf, muss. Okay, also New York auf jeden Fall. Ja. Warte mal, außerhalb der Hand klicken ist markieren, ne? Ja, genau, die Karte anklicken über dem Wort. Okay, jetzt schon mal gemacht. New York. Okay. Okay. Ich hoffe, er kommt Moskau. Ich war noch nie in Mexiko. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber ja, das moderne Mexiko könnte auch mit Wolkenkratzern voll sein. Das weiß ich nicht genau. Das lassen wir erstmal außen vor. Zopf, Moos. Moos wegen Frankfurt, Geld und deswegen die ganzen Wolkenkratzer. Nein. Maybe. Das ist ein guter, finde ich. Also ich würde den auftesten. Dann, Dalu, ey, guck mal, Dalu manipuliert. Könnte auch zu deinem Wort gepasst haben, deswegen. Also den würde ich aber, ich würde den mal anspielen. Dadurch lass dich bitte nicht zu sehr von Dalu beeinflussen, okay? Nein, selbstverständlich. Hallo, Matteo gibt hier an. Nee, du beeinflusst hier ich ganz hart. Ich darf doch wohl mit Dadosch reden. Das stimmt. Wir ermitteln ja beide. Nee. Also, ich finde es sehr makaber. Mal dazwischen, Matteo. Ich finde es jetzt sehr, sehr makaber, aber. Ja. Die beiden könnten auch gemeint sein. Ja. Sprung und Fall. Ich bin gemutet, der hat mich nicht. Wenn man weiß, was ich damit meine. Ja. Genie, Watt, Bikini Moskau und Nuss. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es aussieht in Moskau und Mexiko mit Wolkenkratzern. Doch, come on! Städte, halt einfach Städte, große Städte. Dafür gemacht sind. Große Städte. Ich drehe auf jeden Fall schon mal New York um. Ja, sehr gut. Ja, let's go. Come on, come on. Gut. Nimm auch Sprung und Fall. Also, Schweif. Wie nimm auch Sprung und Fall. Schweif mit Wolkenkratzer zusammenhängen. Nein. Also Wolkenschweif oder so. Nein. Das ist sehr weit hergeholt, glaube ich. Soldat, glaube ich nicht. Antarktis, glaube ich nicht. Nein. Post. Nein. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche krassen Postfilialen gibt in irgendwelchen Wolkenkratzern. Wüsste ich nicht. Stil. Man könnte es weit herholen, indem man sagt, ja, es sieht aus wie einer, würde ich aber auch nicht sagen. Kann er von mir aus nehmen. Besprechung der Kapelle. Kapelle auch nicht. Ein Theater auch nicht. Also,
Ich weiß nicht. Also das Einzige, was irgendwie noch sinnvoll für mich wäre, wäre halt Moskau und Mexiko. Ja, ja, ja. Und Sprung und Fall. Ich bin mir nicht sicher, wie es da aussieht. Aber du hast 5. Also du hast, glaube ich, schon bedacht, dass ich an die Städte rangehe. Ja! Wir hatten am Anfang so eine wilde Regel mit den Worten. Was? Mit dem, also du gehst jetzt davon aus, dass es worttechnisch so gemeint ist, Wolken und auch das Wort Kratzer. Ja, ich weiß, also ich habe noch... Ey Mann, Dalu, ich hasse Dalu! Dalu, hör auf jetzt! Ich sehe da... Der hat einfach schon alle Wörter, die ich connected habe, hat er auch connected. Rein. Lass dich bitte nicht von Dalu rausbringen, bitte. Ich finde halt die Idee mit dem Sprung und dem Fall auch sehr interessant. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob der so makaber gedacht hat. Doch, habe ich. Ich denke immer so. Deswegen traue ich mich das nicht umzudrehen. Doch, mach Mexiko und Moskau erstmal. Ich glaube, ich würde Mexiko probieren. Ja, 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 ja. Ich denke damit falsch. Come on, do it. Dann ist auch Moskau. Dann ist auch Moskau. Come on. Ja! Okay. Jetzt sind auch Moskau. Kann lucky gewesen sein, who knows? Nein, war nicht lucky, war richtig. Jetzt auch Moskau. Komm mal. Nimm auch Moskau. Wolken und Kratzer, nee. Nein, nicht Wolken und Kratzer, es ist Wolkenkratzer einfach nur. Come on. Wir machen einen Fünfer. Fünfer first try. Okay, ich nehme jetzt auch Moskau. Ja! Oh, dadurch ist ein geiles Gerät, oder nicht? Oh Mann, ich würde Sprung und Fall so gerne nehmen. Ja, mach's einfach, mach es! Mach es, es sind 5. Wir liegen 3-3 beide. Do it. Ich riskiere nichts mehr, um die Runde beenden. Also ich habe bei dir noch eins, was du gar nicht hattest. Und das halte ich mir mal so im Hinterkopf, dass ich das nicht nehme. Okay. Ich habe natürlich das mit dem Moos noch im Kopf, aber da hat mich das, was Dalu gesagt hat, hat mich irritiert, selbstverständlich. Aber das, was Matteo gesagt hat, danach hat mich noch mehr irritiert. Deswegen bin ich mir noch unsicherer bei dem Wort. Also ich hoffe, dass Matteo mich nicht reinbaitet, sondern mir einen Tipp gegeben hat. Ich baite nie. Aber es könnte natürlich dann auch der schwarze Begriff sein. Deswegen hat er eingegriffen. Vielleicht. Mein Gedankengang ist so... Der war straight dahin. Moos, Geld, Frankfurt, Wolkenkratzer. So, das war so straight, aber vielleicht bin ich da auch mit alleine. Ja, weil ich habe ja auch Moos mit Geld verbunden. Ja, vielleicht ist das deswegen ja schon auch, falsch. Deswegen habe ich es auch nicht genommen, weil ich auch mir vorstellen könnte, dass es dein Wort ist. Deswegen schauen wir mal. Oh shit, ich hab vielleicht was da, aber ich weiß nicht, ob du darauf kommst. Ja, ich bin ja gerade anscheinend schon nicht drauf gekommen. Deine 5 Ecken. Du hast ja schon nicht schlecht gemacht. Mir fällt nichts ein, wie ich hier die Sachen gut connecten kann. Darf ich ein Wort mit Bindestrich verbinden? Gefährlich, muss ich sagen. Okay. Also wenn das Wort schon nicht so connected ist, dann hast du es ja mit Bindestrichen künstlich connected, oder? Ich weiß ja nicht, was du meinst. Das Ding ist, ich würde jetzt gerade nur 2 Buchstaben reintippen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Nein, das ist schon Hilfe. Wenn ich verstehe, was du meinst, dann versteht es ja Dalu auch. Nee, ich glaube nicht, dass das jetzt geholfen hätte. Dalu, ich muss es probieren. Ich hoffe, du verstehst den Zusammenhang. Oder mach ich... Ah, das ist so risky. Ich habe 2 Sachen, die ich... Ne, ich probiere es jetzt. Eventuell töte ich uns damit. Ich hoffe aber nicht. Diese ganzen kleinen Zusatzinfos. Ich versuche auch das alles irgendwie mitzunehmen. Okay. Ja, okay. Aha. Briefkopf 2. Er ist wieder bei der Antarktis. Also, beim Briefkopf habe ich eh dir. Die Post. Brief, Post, ist gut. Briefkopf. Schweif. Soldat. Also so von Sachen, die ich jetzt noch auf Anhieb sehe. Soldat, Briefkopf. Ganz entfernt. Antarktis, Spiel, Besprechung, Lehre, Kapelletheater, Königin, Zopf, Kopf, Moos, Sprungfall, Genie, Watt,
Nuss-Bikini. Also ich nehme... Oh. Ich nehme Horst. Ich kann einen drüber voten, ne? Also sollte ich keinen neutralen treffen... Ja, du kannst drei picken. Dann... Briefkopf. Leere. Es gibt so viele Leute, die Briefe schreiben können. Nehme ich erstmal. Ja. Okay, das ist. Ah, ja, gut. Das ist sehr nett, dass du es weggenommen hast, ja. Den nehme ich mir so. Okay, aber jetzt nochmal. Wir haben viele Hinweise von Lenny S. bekommen, die ich vielleicht. Die Worte sind schwer zu verbinden. Er wollte nur zwei Buchstaben schreiben, da bin ich nicht drauf gekommen, was es sein könnte. Und es kann sein, dass ich damit uns töte. Das heißt, der schwarze Begriff ist da versteckt. Wer schreibt Briefe? Soldaten? Ah, manchmal ich, ja. Lehrer? Also unten Nuss, Bikini, Watt, Genie, Fall, Sprung. Es ist Lennart. Da muss man vielleicht auch gar nicht so weit um die Ecke denken. Ich will es versuchen. Ja, mach doch. Aha, also gibt er die Ohren. Ja, schon wieder. Schon wieder, wie er einfach Anweisungen gibt, was er drücken soll. Ja, das gibt's doch nicht. Du hast zwei Sachen markiert. Komm, da kannst du nicht falsch liegen. Ja! Ich dachte, es ist rot. In dieser scheiß Bildschirm wechselt immer auf rot, wenn du drückst. Das war frech. Gut. Ich mute mich mal ganz kurz. So, das Problem ist, muss ich ihm jetzt nochmal Sprung und Fall vorkauen? Ich glaube nicht, weil mit Wolkenkratzer hat er schon gecheckt, dass das die beiden gemeint sind. Ich versuche jetzt mal die anderen untereinander unterzubringen. Aber es ist mega schwer. Wie bekomme ich Stil und Bikini zusammen? Stil und Bikini oder Kapelle und Stil oder Kapelle und Bikini. Scheiße. Sommer, irgendwie Sommer. Sommer. Sommereis. Sommereis. Sommer. Eis. Eis. Scheiße, Mann. Eis am Stiel und dann irgendwas mit Bikini. Eis. Scheiße, Mann. Kapelle. Kapelle, irgendwas mit Blasinstrument. Bikini, Blasen. Nein, warte, nein. Falsche Connection. Aufhören. Bikini und Blaskapelle. Bikini und Kapelle. Bikini und Musik. 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 Musik und Stil. Stil. Was für ein Instrument hat Stil? Hat einen Stil, eine Pauke, Kapelle, Pauke, ein Stil. Ein Stil. Oh Mann, ey. Ich hoffe, er checkt Sprung und Fall. Oh, dann machen wir es vielleicht. Wir haben noch drei, ne? Wenn wir zwei schaffen. Eis. Strand. Eis. Fuck, Mann. Bikini-Atoll. Bikini-Atoll. Stil-Atoll. Gibt's das? Stil. Oh mein Gott. Ach, scheiße. Ey, dann gehe ich nochmal auf Nummer sicher und sicher die beiden Wörter ab. Bungee. Bungee-Seil. Und Bungee. Sprung, nee, Bungee. Och Mann, ey. Da muss ich drei connecten, das ist Quatsch. Wenn ich jetzt Sprung und Fall mache, ist das eine vergebene Runde, weil die beiden wird er machen. Dann mache ich einfach nur Atoll 1. Könnte da was anderes rauskommen? Soldat könnte bei Bikini Atoll könnte nehmen, das wäre aber nicht so schlimm. Antarktis nicht. Eis ist eh schlecht wegen Antarktis. Und ich mache Atoll 2, damit er, ich hoffe, der checkt das, damit er Sprung und Fall nimmt. Und dann kann er nämlich 3 nehmen. Königin wird bei Atoll nicht rauskommen, Genie auch nicht.
Nuss auch nicht, Watt auch nicht. Ja, komm, keine Ahnung. Sorry, dass er zu lange gedauert hat. Kein Ding. Atoll 2. So, darf ich eine Sache sagen? Meinetwegen ja. Nee, das ist ein zu großer Tipp, glaube ich. Oder ich weiß, nee, ich sag mal nichts. Ich sag mal nichts. Ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie. Was ist die. Kannst du mir die Definition von Atoll geben? Eine. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine Inselgruppierung. Eine Inselgruppierung, okay. Ja, habe ich es falsch geschrieben? Keine Ahnung. Ich habe das Wort schon mal gehört, um echt, also, aber ich wüsste jetzt nicht genau, was es ist. Ich habe das jetzt irgendwie. Also, dir fällt kein Wort an auf Anhieb, was mit Atoll zusammenkommt. Nee. Okay, wir sind komplett verloren. Gott. Also, dann mach vielleicht nur Sachen, die du noch aus den letzten Runden recovern kannst oder so. Okay, warte, also du hast mir die Definition gegeben. Ist das etwa, also wusstest du, oder sagen wir so, wenn ich die Definition gewusst hätte und ich hätte gewusst, dass es eine Inselgruppierung ist. Du hättest 100%. Ist das, was du wolltest? Ja, genau. Mit, okay, also dann habe ich die Info ja jetzt. Das heißt, ich wüsste jetzt, was es ist, oder? Ja. Okay, wir gucken mal. Also. Ja, nicht wirklich, weil du musst es halt kennen, damit du, also, egal, ich will jetzt nicht zu viele Tipps geben, ich sag jetzt gar nichts mehr. Weil Inselgruppe war schon ein Mad-Tipp. Was war ein Tipp? Naja, das war ja die Beschreibung. Er wollte ja wissen, was es ist. Er kennt das Wort ja nicht. Matteo, willst du hier lösen? Oder? Ja, ich würde lösen gerne. Also, okay, pass auf. Wir haben noch zweimal das mit dem Wolkenkratzer bei der 5. So, da habe ich nach wie vor überlegt und da kommt mir nicht so super viel in den Sinn, außer vielleicht Sprung und Fall. Aber Atoll wegen Inselgruppierung, ich weiß nicht, es hört sich natürlich nach Gutwetter und Co. an. Das könnte gut Bikini sein, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob da irgendwie historisch irgendwas war mit Kriegen oder Besetzung. Besatzung. Sag mal, kenn du ich das mit Bikini-Atoll, wo die die Atombomben gezündet haben? Bin ich bescheuert? Ich habe das schon mal gehört, ich weiß aber überhaupt nicht, woher. Das ist halt, warte mal. Bikini-Atoll ist doch das, was man bei Atoll, ich kenne nur Bikini-Atoll, es gibt kein anderes Atoll, oder nicht? Ich habe von Elon Musk gehört. Hä? Und der hat seine komischen Raketen damals auf so einer Inselgruppe zusammengebastelt. Okay, ich weiß aber nicht, ob das im Atoll war. Jetzt mixt er gerade alles zusammen. Jetzt mixt er gerade alles zusammen. Und deswegen habe ich jetzt im Sinn, dass es vielleicht Genie ist. Was? Um Gottes Willen, ey. Wenn er das jetzt, ich box den Monitor kaputt. 360 Hertz Monitor mache ich jetzt sofort kaputt, wenn er jetzt Genie nimmt. Aber auch zu Wolkenkratzer irgendwie weiter. Ich schlage hier alles kaputt, wenn er das nimmt. Faszinierend, wie hoch Gebäude gebaut wurden und das ist schon eine ziemliche Meisterleistung, ist I guess. Wie viele Worte sind bei euch noch offen? 3, ne? 3. Ja. Nehm bitte Sprung und Fall von Wolkenkratzer und Bikini, bitte. Und dann versuche ich noch irgendwie Kapelle und Stil zusammenzubasteln. Come on. Do it. Er war also doch schon 8-mal bei Sprung und Fall, Leute, oder? Wolkenkratzer und er war doch schon 8-mal jetzt. Fällt mir erstmal nichts ein. Soldat könnte sein, falls es. Warum traut er sich nicht mit Sprung und Fall? Das ist das Erste, was er gesagt hat. Antarktis. Gehe ich nicht von aus? Nein, bitte nicht. Stil. Oh, bitte. Würde ich jetzt auch nein sagen, auch nicht zu Wolkenkratzer. Okay. Besprechung könnte Wolkenkratzer sein. Nein. Weil Bürogebäude und Co. da häufig drin sind, also ne, Firmen und so weiter. Lehre. Wüsste ich jetzt auch nicht. Kapelle und Theater. Die sind für mich nicht hoch, die Gebäude. Bitte. Deswegen würde ich die rausnehmen. Königin. Würde ich auch rausnehmen. Ich wüsste halt nicht, in welchem Zusammenhang das steht. Ja, sehr gut. Nimm Königin auf jeden Fall raus. Sprung und Fall habe ich halt am Anfang überlegt wegen Wolkenkratzer, aber ich glaube, von dem sollte ich ein bisschen weggehen. Nein! Gruppierungen, wenn ich jetzt Atoll denke, würde ich auch. Wüsste ich jetzt nicht, oh mein Gott, was das mit zu tun haben sollte. Anscheinend fehlt mir aber auch eine wichtige Info. Also müsste es anscheinend kennen, um das Wort damit zu verbinden eventuell. Deswegen hoffe ich, dass ich eventuell mit Genie richtig liege und das in die Richtung geht. Aber das kann auch Das ist einfach nur ein blinder Gedanke. Nein! What? I don't know. Nein und Nuss. Nein! Kokosnuss, maybe? Vielleicht? I don't know. Kokosnüsse auf dieser Insel? Bitte nicht. Bikini wegen dem
Also Inselgruppierung hört sich es halt. Es spricht nichts für Genie. Nichts. Ich hätte Genie hätte ich an. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ich nehme jetzt mal. Na, Bikini, bitte. Ich habe Schmerzen. Ich nehme jetzt mal Bikini zuerst. Ja, danke, danke. Zumindest Bikini zuerst. Danke, danke, Jesus. Ist, oh Gott. Nimm's bitte, nimm's. Juhu. Ja, danke. Okay. Oh mein Gott. Blindes oh mein Gott. Corner, oh mein Gott. Ja, 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 ja. Und da ich jetzt mit der Inselgruppierung gehe, gehe ich, bevor ich. Aber. Oh mein vertraue Gott. Ich einfach meinen. Nein, nein. Gedanken? Sprung und Fall, Genie? Bitte. Ich muss nochmal um. Ich muss da nochmal Bungee nehmen. Und dann verlieren wir. Scheiße. Nie oder Nuss. Kokos. Nimm bitte Nuss. Bitte Nuss. Nimm Nuss. Scheiße. Ach komm, YOLO. Ah, oh, zum Glück. Okay, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Okay. Alles gut. Ich muss lernen, wie du denkst. Ja, wahrscheinlich. Also ich bin froh, dass du den Begriff bekommen hast. Also ich Bikini war auch safe, aber ich weiß noch immer nicht. Wusstet ihr, was Atoll ist? Also das Bikini-Atoll, habt ihr noch nie gehört, dass Atombombentests gemacht wurden, dass Bikinis danach benannt wurden? Noch nie gehört? Nee. Bikini-Atoll, krass, okay. Dann. Hallo, möchtest du lösen? Wie viel haben wir? Drei. Drei. Zwei Christe. Ich kriege alle drei nicht hin, wir müssen zwei machen, aber wir haben jetzt erstmal. Ja, let's go. Ja, easy. Ach, dann war der gerade schon nimmt Stiel. Mit dabei. Oh, er nimmt Stiel, oder? Gott. Er nimmt Stiel, okay, wegen also Eis. Hirnfrost. Eis. Also, Trillspiel ist komplett falsch, oder? Genie. Stiel nimmt er, wegen Eis. Frost. Hirnfrost, Antarkt Eis. Das ist erstmal so offensichtlich. Ja, ja, aber er nimmt Eis. Da ist auch sonst nicht viel bei. Schweif. Eis am Stiel. Soldat. Hä? Soldat? Eis am Stiel, come on. Könnte. Eis am Stiel, ja, Hirnfrost. Ja, das war meiner. Stiel, Schwächung, Lehriger, Benetärner. Stiel. Das Theaterstück Hirnfrost, das letztes Jahr erst auf, das hast du gesehen? Den sehe ich natürlich auch noch. Obwohl, da sehe ich, oh shit, nee, aber Hirnfrost, doch, da sehe ich noch einen potenziell. Okay, pass auf. Nimm Stiel. Antarktis. Nimm Stiel. Ich glaube, deswegen hast du überhaupt das Wort Frost noch mit reingenommen. Ja. Und Hirn muss ja auch noch einen Sinn haben. Also Hirn. Frost. Oh, das ist schwer. Ich habe hier noch. Ich sehe noch einen. Ja, Stiel, wegen Eis. Nehm ich erstmal. Nimm erstmal Stiel. Okay, na gut. Okay, gut, 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 nice. Gut. Genie. Dachte ich, bis dato ist safe rot. Ist es auch. Ich dachte, an Wolkenkratzer habe ich Genie schon mit reingetan. Warum? Das hat dadurch gerade auch nochmal gesagt. Warum? Aber ich hätte es anders gemacht. Ja, ich habe Wolke und Genie. Okay. Oh. Was? Okay. Das ist ja übertrieben weit hergeholt. Lampe und Genie vielleicht. Oder nicht Wolke und Genie. Und den habe ich übersehen. Den habe ich anders gedeutet. Er wollte ein Zwei-Buchstaben-Wort machen. Und ich habe keine gefunden, was du abkürzen kannst mit zwei Buchstaben, außer UK. Ah. Aber IQ würde auch funktionieren. Big Brain. Und gerade hatte er den Briefkopf. Das heißt, Genie ist ein guter, glaube ich. Ja, smart. So, und jetzt noch Königin von Casino. Also nicht so nice, aber es jetzt noch Königin von Casino und dann haben wir das. Oh, krass, okay. Okay, das habe ich auch erst jetzt gesehen, als ich das Wort nochmal gesehen hatte. Und den letzten, also ich mache jetzt nichts mehr, weil sonst wäre der noch mit dabei gewesen. Sonst hättest du vielleicht wirklich drei geschrieben. Obwohl, dann lasse ich es, glaube ich, raus, dann kann ich dadurch damit auch keinen Tipp geben. Ja, sag mal lieber nichts, vielleicht. Ja, ich behalte den mal. Oh Gott, ich muss jetzt beenden. Ja, das wird einfach. Oh. Oh. Also nein, das ist unmöglich. Ja, aber ich kann vielleicht, also ich kann auf jeden Fall einen, glaube ich, ausschließen durch die anderen beiden, weil sich das so angehört, als wenn klar ist, welches das schwarze Wort ist. Wir müssen jetzt all in gehen. Mhm. Und ich vertraue jetzt einfach auf deine insane kombinatorische Fähigkeit, dass du diese Wörter alle connectest mit diesem Wort, was ich dir jetzt schicke. Mhm, klar. Good luck. Have fun. So, Glockenseil. Weil Seil wegen Bungee, Sprung und Fall. Kapelle ist in der Glocke. Stiel ist das Ding, was unten an der Glocke donnert. Das ist es. Oder?
Glockenseil hat 34.000 Treffer, du kleiner Nacker. Also, gut, ob ich jetzt damit arbeiten kann, ist eine andere Geschichte. Okay, also, Glockenseil. Das Ding ist, wegen Bikini-Atoll bin ich jetzt nach wie vor noch bei dem Soldaten. Nein! Atombombentests habe ich gehört. Nein! Und das klingt ja dann ganz stark danach, dass Nein. das halt zu Soldat passt. Nein! 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 Leere Besprechung, oh Königin, Sprung, oh Sprung Gott. Und Fall. Oh. Zum Glockenseil, Alter. Verschummelt? Ich hab nicht geschummelt, oder? Boah, was hab ich geschummelt? Ich muss vier Worte auf jeden Fall auswählen. Stil. Was soll das zweite Atoll sein? Es gab kein zweites Atoll. Glocke. Ich habe nur zwei Seil, gemacht, damit der Sprung und Fall noch nehmen kann. Oder soll ich mir unter dem Glockenseil wirklich so etwas vorstellen und daraus was rausinterpretieren also oder reininterpretieren? Auf Anhieb komme ich auf vier. Ja. Du kommst auf Anhieb auf vier. Von denen, die da sind, würde ich vier verbinden. Das Ding ist, im Theater hat man mal bei den Vorhängen manchmal solche Sachen, das könnte so aussehen. In der Kapelle ist halt eine Glocke, I guess. Ja, Ich weiß nicht, ob im Theater sowas halt auch existiert, wahrscheinlich bei Aufführungen und Seil cool. wegen. Also die beiden würde ich auch, weil Wolkenkratzer vielleicht. Sprung und Fall, Bungee-Seil. Ich glaube, da war noch mindestens einer offen. Bungee statt Atoll wäre Win gewesen. Nein, da wären nur zwei gewesen. Dann hätten die ja trotzdem gewonnen. Tatsächlich. Bungee statt Atoll wäre zwei gewesen. Und dann hätten wir nur eins nicht weniger. Die Glocke oder Seil, sondern die Glock. Stiel ist der Stiel, der unten. Maybe. An der Glocke, so Bonbon. Oh, das Wort Atoll Glocke ist schon allgemeinwissen, glaube ich nämlich auch. Ne? Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich auch ewig weit hergeholt, oder? Weil Schweif? Der Klöppel, Glocken? Ja. Bungee-Jesus darf man nicht, glaube ich. Ist das absurd? Genau, ich bin davon ausgegangen, dass er Sprung und Fall eh nimmt. Alter. Das war mein What? Gedankengang, dass er Sprung und Fall eh noch What? Von Wolkenkratzer also, nimmt. Was wüsste ich jetzt nicht, was ich da und deswegen habe ich zwei soll, genommen, weil dann nimmt er Sprungfall und Fall. Bikini. Aber ein Glockenseil. Fall. Er ist Sprung mega weit weg, Königin. Das wird niemals. Königin. Warum liest du den Chat, weil es vorbei ist? Weil es vorbei ist. Okay, ich nehme jetzt erstmal die Kapelle. Ich glaube, die haben nur noch ein Wort. Die haben nur noch ein Wort. Ich werde nicht mehr drankommen. Alright. Dann würde ich jetzt. Na, ist vorbei jetzt. Er nimmt jetzt weil Soldat. Es auch zu Gebäuden passt und Co. Theater nimmt oder was? Nein, hör auf. Würde ich wahrscheinlich nein. das Theater nehmen. Nein. Das Ding ist halt, du hast bei Atoll 2 gesagt und ich hatte 1, ne? Die Kokosnuss war grau. Wo soll er wissen, okay, dass du bei Atoll nur an 1 denkst? Naja, weil er 2 nicht geraten hat bei Wolkenkratzer. Ich muss halt gamblen. Soldat war falsch? Ich dachte, Soldat hättest du, also deiner Erklärung nach davor, hätte ich echt gut, hätte ich auch gesehen dann. Ja. Also wenn du die 4 jetzt connectest. Hättest du vorher Schwimmbad 4. Okay, Schwimmbad 4, Sprung. Ich hätte da 4 gesehen. Fall. Du kannst ja sagen, Bikini. Was sind deine Gedanken dazu? Ich glaube, ihr habt ja ein Wort. Und was noch? Wäre nicht schlecht gewesen. Okay. Aber ich fand Wolkenkratzer auch gut, weil er kam ja sogar drauf. Ich hoffe, wir können. Warte mal, ich habe hier irgendwas. Er kam ja sogar drauf. Schwimmstil, so, aber das ist Stil, nicht Stil. So. Eis am Stiel, aber wegen Schwimmbad Eis. Ah, das wäre auch gut, ja, stimmt. Schwimmbad wäre stark gewesen. Ich aber Wolkenkratzer, er kam ja drauf. Er hat es dann nur nicht genommen, weil es makaber ist, aber nicht, weil es schlecht Theater war. Ist, Alter? Die Gruppendiskussion. Das ist, jetzt sind da Lehre, wegen Lehrer. Oder Königin. Ich geh nochmal durch. Schweif, nein. Stiel, nein. Lehre ist keine Gruppendiskussion. Theater. Ja, Besprechung, lol. Maybe. Königin Sprungfall. Nein, das muss besprechen. Didi. Let's go! Sprung und Didi. Fall tatsächlich. Alter. Also, soll ich hier was sagen, Moment, Dadosch? Waren ja alle falsch von mir. Dadosch, am Anfang hatten wir fast einen Fünfer. Weil du hast gesagt, Mexiko, Moskau, New York und Sprung und Fall. Und dann meintest du aber, Sprung und Fall ist ein bisschen makaber. Und dann hast du dich einfach komplett davon weggedreht und es wäre perfekt gewesen. Es wäre der Fünfer gewesen. Wolkenkratzer war schon geil connected. Aber Wolkenkratzer, dass du auch drei Städte und Länder hattest, weil Mexiko ist ja auch Mexiko-Stadt. Ja, genau, Mexico City habe ich gedacht. Ja, genau. Und ich dachte halt, ich gehe halt. Was war das bei Atoll? Das weiß ich noch immer nicht. Ja, das Problem war, Atoll, ich wollte nur, dass er Bikini nimmt und dann habe ich ihm 2 aber mehr gegeben, damit er Sprung und Fall noch nehmen kann. Weil er hatte ja gedacht,
gemacht. Ja, aber das kriegst ja, also da kommst du ja nicht drauf. Naja, schon, also ist ja oft so, dass man noch die aus der letzten Runde mitnimmt. Wenn man, weil das Ding war, als er gesehen hat, dass er ein anderes genommen hat als Sprung und Fall, dachte er, ah, vielleicht ist doch Sprung und Fall. Hat er einmal gesagt. Dann dachte ich, okay, ja, das hat er für ihn vielleicht connected. Aber es war auch hart. War okay, also hart. Bei Glockenseil hatte ich auf jeden Fall, was steht da nochmal drunter, was er da hatte, neben Theater, das war Kapelle. Kapelle. Ja. Sprung, wegen Seilsprung, hätte ich auch genommen. Ja. Also das war noch drinne. Aber ich hätte auch Königin wegen Kirche, ja, oder aber, so hätte ich noch genommen. Also Glocke. Schwarz, was ich jetzt ja, das, da dachte, genau. Ich dachte auch, safe Königin gehört das, an dir. Das Glockenseil war auch nur so Verzweiflungsmove, weil es der letzte war, wo ich alle connecten wollte. Und da dachte ich halt, wegen Seil, Bungee-Seil, weil ich hatte auch als Bungee drin wegen Sprung und Fall. Aber übrigens, in der ersten Runde war Casino und das schwarze Wort ist Königin. Und ich denke so, ja, ist over. Weil ich dachte halt, Königin ist bei Kartenspiel halt so given. Ist halt der König, aber vielleicht ja. Königin. Wisst ihr, was ich meine? Die Connection hatte ich nicht. Oder so. Die Connection hatte ich nicht. Zum Glück. Aber Dabo hatte eigentlich alle richtig. Also Moos war eins wegen Geld, genau. Dann Wurf wegen, weiß nicht, Münzwurf. Aber er hatte eins weniger. Dann dachte ich, ah, vielleicht kommt er nochmal zurück auf Königin. Nee, aber wieso Königin? Also, naja, wegen Kartenspiel König. Da dachte ich Königin. Okay. Nee, wahrscheinlich, weil halt Königin. Ja, aber das hätte man herleiten können. Das Wort mit zwei Buchstaben. Ah, und Dame ist Queen, ja. Wäre CC gewesen. Hättest du das gerafft? CC. Also woran denkt ihr bei CC? Ja, Crowd Control? Nee, Carbon Copy, also bei E-Mails und Besprechungen. Ja, genau. Ja, das hätte ich auch noch gehabt. Ob Dalu dann an Concurrent Viewer denkt bei Twitch oder so. Concurrent Viewer CV oder was? Nee, das ist ja CCV. Also CC wäre Crowd Control? Nee, CC hätte ich gemacht für Brief und Besprechung. Also E-Mail, CC. Deswegen habe ich gefragt, ob ich einen Bindestrich machen darf, ob ich Mail-CC nehmen darf, aber... Achso, Moment, war Genie also gar nicht gewollt? Nee, Genie hatte ich erst bei Hirn. Also Genie, Hirn, oh. Ja, es war krass, ja. Aber dass ich da Locke noch gelesen habe mit Schweif und so weiter, ich dachte, oh Mann, das ist ja Big Brain Move, dass da Glocke geschrieben hat. Aber Moment, du meintest bei Briefkopf Zopf? Ja, wegen Kopfzopf, ja. Kopfzopf. Das fand ich aber auch gut, muss ich sagen, weil wenn man Kopf denkt, denkt man sofort an Zopf. Das fand ich richtig gut eigentlich. Und so und Kopf reimt sich auf Zopf, da dachte ich, da hast du vielleicht auch die Connection. Ja, als du dich danach gefreut hast, war mir, okay, das meinte der, der Begriff ist abgehakt, da muss ich nichts mehr suchen. Ah, ich sehe auch gerade, ich hätte das mit Bikini gar nicht machen dürfen. Weil da habe ich ja nur das eine Wort gesucht, nur Bikini-Atoll, ne? Und habe dann zwei angegeben, damit er noch eins extra sagen kann. Und man darf, glaube ich, nur ein weiteres ihm offen lassen. Zum Beispiel Sprung und Fall hätte er von einer anderen Runde gar nicht machen dürfen, glaube ich, oder so. Ja, also ich lese gerade hier, also Number of guesses, the number in your clue is supposed to tell your team how many words relate to that clue. They can always guess one extra word. Ich glaube, das kannst du offen lassen. Ja, okay. Aber das kannst du. Ja. Weil ich finde, diese Connection herzustellen, wenn du in der zweiten Runde einen Begriff mit zwei oder drei gibst, dass das schon auf die Vorrunde bezogen ist, diese Connection hätte ich gar nicht gehabt. Ich hätte auch wahrscheinlich irgendwas gesucht, was zu dem Begriff gehört. Naja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Also, dass ich da die fünf hatte und dann genau, mich in Anführungsstrichen nicht getraut habe, das zu wählen, ist natürlich. Das war voll. Ja, also, ich fand das insane, dass du genau die fünf dann nimmst. Und ich dachte so, oh mein Gott, wir machen in der ersten Runde einen Fünfer. Ich hatte noch nie einen Fünfer bei dem Spiel, ja. Aber geil, war eine gute Runde. Okay, dann machen wir jetzt andersrum einfach, oder? In den Teams, aber tauschen die Rollen, oder? Genau, wir bleiben in den Teams, tauschen die Rollen, genau. So, play next game, drücke ich jetzt mal. So, und dann gehe ich jetzt in. Was war ich jetzt? Nee, warte mal. Ich glaube, ihr müsst gar nicht machen. Dadosch muss nur drücken, glaube ich. Dadosch muss nur runtergehen. Und das war's. Ja, habe ich gemacht. Okay. Perfekt. Okay, dann können wir direkt starten, oder? Ja. Alles klar, good luck, Evan. So, okay. Ich bin darin miserabel. Ja, ne? Dito? Also das wird ganz schlicht. Moment, ich bin auch der anfängt, war ja. Ja. Ich habe neun Begriffe. Oder wir. Stimmt, wir fangen an, ja. Jetzt muss man wieder alle Worte wieder lesen und sich merken. Ja, auf jeden Fall darauf achten, dass du das schwarze Wort nicht irgendwie connectest mit dem, was du schreibst. Yo. Ihr seid erstmal dran, oder? Mhm. Okay, dann bin ich mal kurz eine Minute weg. Gebe dir 10 Minuten weg. Ich brauche ein bisschen. Ich
Ich bin mal gemutet. Ich weiß ja nicht, was die Wörter sind. Ich weiß nicht, wie kompliziert dadurch das denkt. Bei mir ist immer so das Problem, manchmal komme ich in so einen Gedankenstrang rein und dann schweife ich so richtig hart ab. Deswegen, ich muss auch immer gucken, welche Wörter gibt es noch und welche hätte er leichter connected. Das hilft auch immer zu gucken, welches Wort ist noch in dem ganzen Ding drin. Am Anfang ist es eigentlich immer gut, mit 2 oder 3 zu starten und nicht so hardcore zu gehen. Das 5er-Start ist schon richtig krass. Ich glaube, 2 oder 3 ist ganz solide. Blei, Kohle, Kreuzung, Alpha, Star, Limousine, Gesetz, Zeit, Stimme, Winde, Taste, Schmalz, Operation. Zumindest kenne ich schon mal alle Wörter, schon mal ganz gut. Solitär. Tornado, Schein, Konto, Ente, Falke, Pfanne, Bogen. Ja. Ich mag Connecten eigentlich richtig gerne. Also das selber das, die Connection herstellen und das Wort dann erstellen. Finde ich eigentlich ganz nice. Operation Elfenbein, Gesetz. Ich glaube, ich darf nicht so sehr drauf gucken, weil sonst fange ich an, Connections zu machen. Und dann, wenn ich dann sein Wort sehe, verbinde ich das mit meinen Connections und dann wird es zu viel auf einmal. Dann gehe ich Wege, die ich normalerweise gar nicht gegangen wäre, glaube ich. Oh, wie krass das gewesen wäre, wenn in der ersten Runde der 5er geklappt hätte, ey. Das wäre insane gewesen. Er soll mit 3 starten. 3 am Anfang ist schon echt gut. 3 ist schon gut. Wir haben auch mit 3 Städten hatten wir gleich am Anfang. Die anderen hatten auch mit Casino, aber auch 3. Boah, die hätten Königin. Ey, ich hätte. Ich struggle, Alter. Ich hätte bei Casino hätte ich 100% Königin genommen. Wegen Queen, Dame, Karten und sowas. Hätte ich 100 Pro genommen bei Casino. Das ist viel zu naheliegend, finde ich. Ich hole mir gleich, glaube ich, nochmal eine Cola. Full Energy. Also du musst jetzt hier keinen 5er connecten, ne? Also ja, mach dir nicht so viel Stress jetzt. Ich würde nur gerne die Roten nur connecten. Okay, ich könnte so rum da dran gehen, Metagaming-mäßig. Wenn es so schwer für ihn ist, die zu connecten, dann könnte ich schon mal überlegen, welche Wörter sind schwer zusammenzubekommen. Oder welche besonders einfach, weil dann sind die vielleicht nicht zusammen. Versteht ihr, was ich meine? Zum Beispiel. Ich habe gleich ein Wort. Ich muss nur kurz kontrollieren. Aber zum Beispiel, Wörter, die einfach zu connecten sind, sind sowas wie gibt keine, sind alle schwer. Aber Tiere wäre einfach. Also Kater und Ente werden wohl nicht, also Kater, Ente und Falke sind wohl nicht zusammen. Das heißt, wenn er mir eins von denen erklärt, weil sonst wäre es ja voll einfach, dann würde er einfach die Tiere nehmen. Kann sogar sein, dass eins der Tiere ein schwarzes Wort ist und deswegen haben die so Probleme, die zu connecten oder so. Oder die gehören einfach nicht zusammen. Bei Tiere könnte man sogar mit Elfenbein mit reinnehmen. Kater, okay. Falke, Ente. Ich habe ein Wort. Star ist auch ein Vogel. Ich werde droppen und ich werde beten. Okay, okay. Er wird beten, okay, okay, okay. Das ist schon der Tipp mit Beten. Das haben wir vorher abgesprochen, dass er mir so Hidden Tipps gibt. Beten ist Kirche. Kochen 3. Okay, Kochen 3. Ich versuch's mal so einfach zu denken wie möglich.
Also Schein sehe ich nicht, Figur sehe ich nicht, Tornado sehe ich nicht, Kater nur in Asien, Solitär sehe ich nicht, Konto, Kochen, Konto, nee, Ente würde ich möglicherweise bei Kochen sehen, Falke nicht, Pfanne auf jeden Fall, Bogen nicht, Blei eher nicht, Kohle im weitesten Sinne, wenn man irgendwie grillt, hätte dann aber vielleicht nicht Grillen genommen, aber da wäre die Pfanne vielleicht rausgefallen. Ich vermerke mal Kohle so ganz weit. Kreuzung, nein. Alpha, nein. Star, nein. Winnetou, nein. Stimme, nein. Zeit, ja, Zeit spielt beim Kochen schon eine Rolle. Ich markiere es mal mit. Limousine, Gesetz, Taste, Schmalz auf jeden Fall. Operation, Zone, Elfenbein wahrscheinlich nicht. Okay, also offensichtlich für mich bei Kochen ist Pfanne. Du hättest niemals Kochen genommen, wenn Pfanne nicht dabei gewesen wäre. Also Pfanne ist given. Nehme ich jetzt auch direkt. Okay. Dann Zeit ist schon ein bisschen abstrakter. Hättest du Kochen 3 genommen? Also bei Ente. Kohle ist auch leicht abstrakt, aber kann man noch drunter bekommen. Schmalz finde ich so typisch Kochen. So Butterschmalz, Schweineschmalz. Das ist etwas, das ist eine Zutat, die man beim Kochen benutzt. Wo benutzt man die sonst? Vielleicht um was zu schmieren oder sowas. Aber das ist schon klassisch Kochen. Deswegen ist Schmalz bei mir in der engeren Auswahl. Aber wenn Schmalz und Ente es sind, hättest du dann die nicht anders connected? Oder hast du die deswegen so connected? Entenschmalz und... Okay, ich nehme jetzt als zweites Wort Schmalz, weil ich das am ehesten mit Kochen in Verbindung bringe, weil es ein Lebensmittel ist. Okay. Gut, so jetzt. Zeit, Kohle und Ente. Kochen, Kohle, Kochen, Zeit, Ente. Also Ente ist auch noch, würde ich sagen, ein Gericht, das ist sehr weit verbreitet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass beim Kochen, also bei Kohle hätte ich dann vielleicht irgendwas mit Grill gemacht oder mit Feuer oder so. Zeit ist beim, aber Zeit ist auch überall woanders mit drin. Das hättest du, glaube ich, nicht mit reingenommen. Ich nehme jetzt einfach Ente in der Hoffnung, dass du daran denkst, dass Ente auch einfach gegessen wird. Scheiße. Sorry. Nee, it's my bad. Okay, wenn's Ente nicht war. Ich hätte auch die 3 genommen, aber. Mhm. Wenn es Ente nicht, dann was? Ich muss noch mal drüber nachdenken, ob wir jetzt Kohle oder Lennart oder nicht. Deswegen gib mir noch mal eine Sekunde. Ah, okay. Ja. Machen direkt 7. Also machen wir euch einen 7er. Kohle oder Zeit? Hatte ich vorher mal. Matteo ist dazwischen gegangen. Das schmälert unseren Erfolg jetzt. Den hätte ich mit reingenommen. So, Kohle oder Zeit? Hat er wahrscheinlich Kohle, oder? Oder Zeit? Scheiße, ich weiß es nicht. Aber wenn er Ente mit reinnimmt, dann sind wahrscheinlich Falke und Kater und vielleicht sogar Star nicht mit in seinen Wörtern drin, sonst hätte er Tiere genommen oder so. Bei Ente hätte er Vögel genommen. Der Falke ist nicht mit drin. Der Falke gehört den anderen. Oder ist schwarz oder ist neutral. Nee, warte mal. Das war ja nicht unser Wort. Scheiße. Ja, aber doch, das stimmt. Wenn das nicht unser Wort war, oh nee, ich denke mich gerade eine Sackgasse rein, glaube ich. Ich warte es einfach mal ab. Okay, was könnte es bei Kochen noch gewesen sein? Kohle wahrscheinlich, oder? Ach, Taste, Taste! Wait a minute! Taste könnte es ja sein, wegen Geschmack. Taste, ich habe nur Taste gelesen, aber es könnte ja Taste sein. Wir haben uns ein Geschenk, ne? Du musst nicht ich will aber schon cool machen, weißt du? Okay, Okay. Es kommt halt ein bisschen auf dich drauf an, wie cool du bist. Boah, ich bin so cool. Ja, dann hast du den. Taste könnte sein. Aber dann hätte er, glaube ich. Oh nee, was hätte er? Oh, Pfanne, Schmalz. Taste. Auto 3, okay. Auto. Soll ich mal, wenn ich nur das antippe, ist nicht eingeloggt, ne? Nur der Finger. Richtig? Limousine.
Was denn noch? Du musst auf über dem Begriff, nicht den Finger drücken. Also einfach okay. über dem Wort. Also ich mach mal tendenziell. Also Schein, Auto, Scheinwerfer. Figur, nee, okay. Tornado nicht, Kater nicht, Solitär nicht, Konto nicht, Falke nicht, Bogen nicht. Bleifuß vielleicht. Ja, maybe. Kohle, Kreuzung ist ja, klar. Ja, safe. Alpha, Star, Alpha Romeo vielleicht. Mhm. Finito, Stimme, Zeit, Limousine auf jeden Fall. Gesetz. Taste, Operation, Zone, Elfenbein. 30er-Zone, würde bei Auto also aufpassen. Auf jeden Fall. Fußgängerzone, 30er-Zone. Die Kreuzung auch. Okay, so, was ist das aber dritte? Noch einen haben. Was ist das dritte? Zone hätte ich auch noch mit reingenommen, ehrlich Operation, zu sein. Blei eher nicht so. Zone. Schein Elfenbein, wegen Führerschein. Star. Schein oder Zone hätte ich genommen. Figur nicht, Tornado nicht, Kater nicht, Solitär nicht, Konto nicht, Falke nicht, Bogen nicht. Kohle, ich auch keine Connection. Da, Winnetou, Stimme, Zeit. Lange Autofahrten, glaube ich auch nicht. Gesetz. Straßen- und Verkehrsgesetz vielleicht. Taste, gibt es auch im Auto. Ja. Weiß aber auch Taste. Vielleicht ist es Taste. Am naheliegendsten ist für mich, denkst du an Alfa Romeo? Nee. Ich glaube eher an Scheinwerfer. Nee, Leihfuß, Führerschein. Ich weiß auch nicht, ob du. Das Verkehrsgesetz ist auch so weit hergeholt, den mache ich mal weg. Alfa Romeo, Star, Stern, Mercedes-Stern könnte auch sein. Denkst du da an Bleifuß? Ich glaub Scheinwerfer. Nee, Führerschein, oder? Nimm's. Nein! Hallo, warum? Nein, das ist fair. Das ist fair. Der Führerschein war's! Vor allem, da dachte ich, Lennart wird sicher Schein für Führerschein nehmen. Und er sagt einfach Auto und Scheinwerfer. Ja, moin! Zum Glück nicht. Geil. Führerschein hätte auch noch sein können. Nee. Okay. Okay, Mike. Ich merke mir jetzt, also es war ja nicht Schein, ne? Es wird wahrscheinlich entweder Zone sein, wegen 30er-Zone. Alpha könnte es auch sein. Also Zone wird denen, glaube ich, gehören. Gesetz, weiß ich nicht. So, und ich habe noch einen offen von dem Kochen. Also entweder Kohle oder Zeit. Oder halt Taste wegen Taste. Also Taste, Geschmack. Aber Jesus, das ist heftig. Kochen, Zeit, ja. Boah. Uff. Ich habe halt Angst, dass ich den Schwarzen hier rauspicke. Und dann sind wir RIP. Alright, ich habe schon was eingegeben. Ich überlege noch, also ich kontrolliere noch und dann will ich es gleich abschicken. Und dann gucken wir mal. Ja, mach nur nicht die schwarze Karte mit rein, bitte. Ja, die machst du bitte nicht rein. Ja, du darfst aber nicht irgendwie connecten in die Richtung. Das, also ich connecte doch gar nichts. Ja, okay, ich okay, weiß okay. Nur halt, also ich ja, muss okay, ja auch noch lernen, wie du denkst. Ja, sehr geradlinig bei mir. Dann sollte es ja gar kein Problem sein. Okay. Tierkreiszeichen 3. Okay, Tierkreiszeichen ist Star, auf jeden Fall für Sterne. Figur im. Okay, lass mal von oben anfangen. Figur im weitesten Sinne. Tornado eher nicht. Tierkreiszeichen. Also, ich denke, du gehst da von Astrologie aus, von Sternzeichen. Oder sind die Wörter nochmal einzeln? Du meinst die Tiere. Dann wäre es noch Falke. Und Star ist sowohl ein Stern als auch ein Vogel. Na gut, also Kater sehe ich bei Tierkreiszeichen eigentlich nicht. Aber vielleicht meinst du einfach auch Tiere, dann wäre der Kater mit dabei. Solitär, das sehe ich jetzt gerade nicht. Konto, Kreiszeichen, vielleicht meinst du auch Kreis und Zeichen. Es ist alles aufgedröselt. Konto, nein. Falke, wegen im weitesten Sinne Tiere. Ich weiß, ich kenne die Tierkreiszeichen überhaupt nicht. Sind das einfach Fische, Forelle, Affe oder was? Nee. Also Falke könnte sein, Bogen, weiß ich nicht. Bleigießen, das ist ja auch so ein bisschen Hokuspokus, aber ist zu weit weg. Kohle.
Nein. Alpha. Nein. Winnetou. Boah, das könnte im weitesten Sinne damit reingehen, so mit Indianer, und die haben so irgendwie vielleicht an sowas gedacht. Weiß ich nicht. Stimme, nein. Zeit. Tierkreiszeichen Zeit, weil es ja irgendwie kalendermäßig ist. Gesetz, nein. Taste, nein. Operation, nein. Zone, nein. Also ich glaube, du wolltest einfach nur Tiere und Sterne verbinden. Deswegen hast du Tierkreiszeichen genommen. Und dann hast du irgendwie, also wenn es Tiere wäre, dann wäre das Kater, Falke und Star. So, das sind die, die ich jetzt, wenn es so einfach gedacht ist. Aber da frage ich mich, war... Okay, ich denke noch mal ganz kurz an die letzte Runde, und zwar Kochen 3. Da war es ja nicht die Ente. So, und dann bei Kochen 29 auf. Dachte ich ja, dass es Kohle oder Zeit noch sind, aber dann ist mir später eingefallen, es könnte sein, dass du das Wort Taste als Taste liest, also Englisch wie Geschmack. Und da könnte das auch noch mit bei Kochen reinfallen. Aber das ist schon so ein bisschen um die Ecke gedacht, deswegen ist es ein bisschen risky. Ich starte jetzt erstmal bei Tierkreiszeichen mit Star, weil das das Offensichtlichste ist. Okay, ist richtig, so. So, du würdest niemals Tierkreiszeichen nehmen, wenn da nicht einfach Tiere mit drin sind. Du würdest mir jetzt ja nicht Tiere hier reinballern, wenn da jetzt nicht Kater und Falke mit drin sind. Aber warum sind Kater und Falke drin? Die sind auch schon so, ist doch zu einfach, oder nicht? Okay, ich mache jetzt mal Falke. Ich mache jetzt mal Falke. Okay. So. Also, der Falke ist schon drin. Dann nimmst du jetzt den Kater auch, oder was? Den Kater auch. Boah. Den Kater auch. Und was könnte dann der? Figur könnte auch sein, weil das sind so Figuren am Himmel. Das könnte schon sein. Aber warum ist der Kater unwahrscheinlicher als der Falke? Ist der Falke eher ein Tierkreiszeichen als der Kater? Da gibt es bestimmt auch so Katze und Tiger und so ein Zeug. Figur, Tierkreiszeichen, Figur. Konto, nein. Bogen, nein. Blei, nein. Kohle, nein. Alpha, nein. Winnetou, Tierkreiszeichen. Boah, die Frage ist jetzt, gamble ich jetzt? Nee, aber guck mal, es muss Kater sein, weil du hättest mir doch nicht Tierkreiszeichen gegeben, wenn es nicht Kater ist. Also Kater muss mindestens neutral sein oder unseres. Ich nehme es jetzt. Okay, Gott sei Dank. So, alright. So, und jetzt zurück auf Kochen. So, bei Kochen hatten wir Pfanne und Schmalz. Und ich hatte Ente falsch ausgewählt. Das war also nicht die Ente. Die Ente war das eine Tier, was nicht zu unseren gehört hat. Das hat uns also geholfen in dieser Runde. Ist also gar nicht so schlecht. So, was könntest du gemeint haben bei Kochen? Kohle, Zeit oder Taste? Taste. Ich weiß nicht, ob du da so um die Ecke denkst. Bei Kochen sehe ich eher Kohle als Zeit. Ey, ich nehme jetzt Kohle. Und wenn wir jetzt sterben, weil das der schwarze Begriff ist, dann tut's mir leid. LOL! Damn it. Ich hätte es genauso auch gemacht. Sorry. Aber das war sehr gut mit dem davor. So, aber was ist mit Kochen? Gut, ey, das ist ja krass. Okay, na gut. Kann ich dann nachher auch. Kannst du mir nachher sagen, ja. Okay. Sieht noch nicht so schlecht aus. Also, die haben 4, wir haben 3. Wenn du 3 connectest, sieht es echt gut aus. Hallo? Ja, was könnte er denn gemeint haben mit Kochen? Noch gerade, Zeit oder Taste? Matteo wirklich? Spielt immer gegen mich. Der nimmt mir immer meinen Aufhänger.
Weil so hättest du jetzt gerne Wait, Kohle was? Reingenommen. Kohle war jetzt mein Signature-Move. Ah, shit, sorry. Okay, muss neu denken. Wir haben aber immerhin den Mercedes-Stern uns auch schon weggenommen. Also ich habe mir auch noch ein paar Gedanken gemacht in der Zwischenzeit. Ah, das ist verboten aber, ne? Das weißt du. Ah, krass, ich weiß eures sogar auch von davor. Scheiße. Vielleicht lösen die jetzt. Shit. Du weißt es? Naja, es bleibt nicht mehr viel übrig. Und wenn es jetzt, wenn er drei connected und das von letzter Runde noch mit reinnimmt, dann habt ihr es. Also es wäre möglich. Ich weiß ja nicht, was die Wörter sind. So, Dadosh, was? Er will Dadosh muss drei connecten. Und es ist schon eingegrenzt, dass bei Kochen wird's nicht, es wird nicht Figur sein, es wird nicht Tornado sein, es wird nicht Solitär sein, es wird nicht Konto sein, es wird nicht Bogen sein, es wird nicht Blei sein bei Kochen, glaube ich, es wird nicht Alpha sein, es ist nicht Winnetou, es ist nicht Stimme, es ist möglicherweise Zeit, es ist nicht Gesetz. Taste könnte sein, Operation nein, Zone nein, Elfenbein zu weit hergeholt mit Elefant, glaube ich. Also die beiden. Oh, Dalu struggled, das wird hart. Einer von den beiden ist es wahrscheinlich. Und dann muss er noch zwei connecten eigentlich. Der hat gerade der macht ein krasses Wort, ich bin mir sehr sicher. Wenn Dalu sich so schwer tut, dann. Streamer 3, what the fuck? Hä? Okay. Stimme. Konto. Warum möchte Streamer sein? Figur, Stimme, Konto. Tornado, Solitär, Konto. Ich habe ein Twitch-Konto. Bogen, Blei, Alpha. Winnetou, Stimme. Man braucht seine Stimme. Man braucht aber auch Zeit. Gesetz, Taste. Taste braucht Operation. Man aber auch. Nicht Operation. Taste. Okay, krass. Dann gehört Taste denen, dann ist Zeit uns. Ich habe ja noch den einen wegen Auto. Oder andersrum. Da hatte ich noch gesagt, Alfa Romeo, Bleifuß oder Taste. Oh. Er nimmt aber nicht Zone bei Auto oder was? Ich habe Zone mit reingenommen. Ah, shit. Aber ich glaube nicht, dass du das gedacht hast, weil ich habe in meinem Auto drei Klimazonen. Es gibt aber auch verkehrsberuhigte Zonen. 30er-Zone. Ich glaube nicht, dass es ist. Fußgängerzone. Nee, vielleicht Alfa, weil... Er nimmt jetzt echt Alfa oder was? Er sagt immer, dass er so ein Alpha und Beta ist. Wer ist das? Tyler One, glaube ich. So, Figur. Du bist auch irgendwo eine Figur des öffentlichen Lebens. Vielleicht auch die Figur. Tornado, nicht Solitär, nicht Bogen, nicht Konto. Also Stimme ist safe. Konto, glaube ich eigentlich auch. Hm, hätte ich auch beide genommen. Winnetou, Taste. Taste passt auch zu Panic Streamer. Button, Taste. Operation, Zone, Elfenbein. Elfenbein nicht. Gesetz, glaube ich auch nicht. Bogen. Solitär. Solitär. Ist das, was Matteo dann in 2-3 Jahren streamt? Hey. Oh. Also Stimme ist ja safe. Mhm. Konto wäre für mich das Nächste, was naheliegend ist. Ja. Ich glaube, Zone ist... Oh, nein. What? Oh mein Gott, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte Konto auch mit drauf genommen, auf jeden Fall. Ja, Konto hätte mich immer hops genommen. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn wir noch eine Runde haben. Ja, und das ist wahrscheinlich, sagen wir so. Nee, du machst jetzt easy. Ich struggle so sehr. Du machst jetzt ein easy kill. Drei Stück, easy. Mhm, okay, du willst ein Dreier, ja. Müssen wir wahrscheinlich, ne, versuchen. Oder auf safe. Also, die wissen jetzt schon zu viel. Die haben ja so viel Info von den Runden davor. Die werden es schaffen. Also, mach die drei. Oh Gott, okay, alles klar, dann gib mir ein bisschen und ich mach da einen Banger. Ich ziehe den 10-Sekunden-Joker, muss jetzt schreiben, schade. Ey, warte mal. Den musst du mir kann es sein, kann es steht sein, da dass drin? Von dem vom das Kochen er Stern meinte bei Star und Sternekoch und Star ist schon weg und es ist gar nicht Zeit oder Taste. Fällt dir was ein? Es gibt gar nichts mehr zu kochen. Schreib mal.
Das war bei Star. Also er meinte die Sterneküche. Sternekoch. Michelin-Star bei Kochen. Also Gucci 3, also. Das war dabei. Das heißt, es sind drei komplett andere. Ja. Mhm. Oh, okay. Ich sehe ein Problem. Okay, warte mal. Ich kann ja selber ausschließen. Okay, lass mich was überlegen. Also, bei Trill sind Zone und Gesetz wahrscheinlich gehören denen. Zeit maybe auch. Wegen hier noch Streamer irgendwie, glaube ich, oder? Weil da fehlen ja noch zwei Stück. Zone war vom Auto. So, die. So, okay. Ich habe das Gefühl, wir haben Winnetou, weil er tut sich, glaube ich, damit so schwer. Aber Tierkreiszeichen hatten wir alle drei, ne? Star, Falke, Kater, okay. Haben wir, was haben wir? Tornado, Solitärbogen, Alpha, Zeit, Gesetz, Zone, Elfenbein, Scheiße. Operation. Das sind noch zu viel, um es wirklich auszuschließen. Scheiße. Ich glaube, wir haben keinen mehr von Kochen. Das war der Star. Den hat er später einfach noch mit dazu geholt. Das war der, ja. Das heißt, ich habe keine Info. Damn it. Oh, ich glaube, Taste könnte auch zu Streamer gehören, ne? Streamer waren ja zwei Wörter, die noch gefehlt haben. Also es könnte noch bei Streamer Zeit sein und Taste. Ja, okay, dann ich muss das Wort jetzt nehmen. Es gibt keine andere Wahl und ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Bin auch sehr gespannt. Aber warte, ich muss erstmal kurz gucken, ob das legit ist, ob ich das darf. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hyper-aggressive dann gamblen soll, wenn ich nicht drauf komme. Oh, ich darf jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich helfe euch dann wahrscheinlich, weil ich glaube, ich kenne eure Wörter. Oder zumindest habe ich eine grobe Ahnung von euren. Oh. Jagdunfall. Good luck. Okay. Also bei Jagdunfall, da fällt mir Elfenbein fällt direkt rein. Bogen fällt direkt rein. So, und Jagd ist auch Winnetou. Das sind die drei, die ich jetzt sehe mit Jagdunfall. Also der Bogen bei Jagd safe. Elfenbein bei Jagd sehe ich halt auch. Bei Jagdunfall könnte man auch sagen, boah, das ist ein Konflikt mit dem Gesetz oder so. Ja, ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Zone, ja, sehe ich nur sehr entfernt. Operation, nach dem Jagdunfall muss man operiert werden. Das wäre auch möglich. Also ich denke mal, du hast versucht, bei Jagd hast du versucht, das Wort Bogen abzudecken wegen Jagd und vielleicht Elfenbein. Das war die Connection da für die beiden. So, aber dann hast du nicht nur Jagd gemacht, sondern auch Unfall. Und bei Unfall denkt man an Operationen. Weil hättest du nur Bogen und Elfenbein connecten wollen, hättest du nur Jagd genommen. So, deswegen, Winnetou ist ein bisschen risky. Ich nehme Operation nochmal mit rein in die Auswahl. So, was ich da überhaupt nicht sehe, sind Figur. Tornado sehe ich auch nicht. Solitär sehe ich auch nicht. Blei. Oh mein Gott, man schießt doch mit so. Ah, man schießt doch mit so Blei-Patronen. Mit so Shotguns. Da kommen so dann so Blei. Scheiße, das könnte es auch sein. Oh fuck. Fuck. Aber Jagd. Fast zwei Jahre.
Das fällt ja trotzdem in Jagd mit rein. Also das sind drei Wörter jetzt mit Jagd connected. Und Unfall ist für mich halt aber Operation. Weil dann hättest du, also du hättest auch alles andere machen können, du hast aber Unfall genommen. Und bei Unfall sehe ich nur die Operation oder sehe ich noch was anderes? Unfall, Taste, Winnetou, Blei, Alpha, Gesetz, Unfall, Gesetz, Solitär, Tornado-Figur. Okay, also. Oh, das wird jetzt unangenehm. Das wird richtig unangenehm. Übrigens, ich glaube, es gibt das Wort vom Kochen gar nicht mehr. Weil ich habe die ganze Zeit nach dem dritten Kochwort gesucht. Aber ich glaube, das dritte Kochwort war Star für Stern. Für Michelin, Stern, was weiß ich was. Oder Sterneküche. Und das hast du dann mit dem Tierkreiszeichen schon abgefrühstückt. Und ich habe es die ganze Zeit noch gesucht. Deswegen suche ich da jetzt nicht mehr nach. Also, bei Jagdunfall. So Jagd, also da muss Bogen dabei sein. Ich nehme jetzt Bogen. Das ist schon Wupplange. Ich nehme jetzt Bogen als erstes Wort, weil das muss es sein. Also unmöglich, dass du Jagd nimmst und es nicht Bogen. Okay. So, jetzt. Du nimmst den Unfall. Ist TTS wieder eingeschaltet? Nicht schummeln. Du nimmst den Unfall doch nur rein, wenn du auch Operationen drin hast. Weil warum solltest du sonst Unfall mit reinnehmen? Es gibt keinen Grund, Unfall mit reinzunehmen, außer du hast so einen ganz weirden Fun-Fact über Winnetou und Roy Black und der Schauspieler ist in einem Unfall ums Leben gekommen oder sowas. Aber das kann ich ja nicht wissen. So, ich nehme jetzt als zweites Wort Operation, weil es Unfall ist. Oh mein Gott, okay. So, und jetzt das Letzte. Jagdunfall. Yippie. Blei ist halt auch noch mit in der Gleichung drin. So, Winnetou kann man schon connecten mit Jagd. Elfenbein connectet man aber direkt mit Jagd. Aber nicht mit einem Jagdunfall, eher mit Wildjagd. Du hättest Wildjagdunfall schreiben können. Aber dann hätten die uns wahrscheinlich ans Bein gepisst, weil das nur 15 Treffer irgendwie hat bei Google. Jagdunfall. Ja, also Blei sehe ich, aber es ist weiter weg als die anderen. Es ist weiter weg als die anderen bei Blei. Deswegen nehme ich Blei mal wieder raus. So, jetzt Winnetou oder Elfenbein? Ah, für mich ist. Ich wurde reingelegt. Für mich ist Elfenbein ein Tick näher an Jagd dran als Winnetou. Oh, die Frage ist halt, hattest du überhaupt diese Freiheit, das dir so auszusuchen? Wie hättest du Winnetou anders connected? Du hättest Winnetou mit Bogen hättest du anders connected. Das hättest du nicht über Jagd gemacht. Du hättest Winnetou, hättest du irgendwie, keine Ahnung. Hättest du Pfeil oder Feder genommen und dann Unfall. Federfallunfall hättest du genommen. Okay, gut, dann nehme ich jetzt als letztes Wort Elfenbein. Es tut mir leid, wenn es falsch ist. Ey, oh, Alter, stark. Das oh, warte, Winnetou war ein schwarzes Wort. Ja, eben, ich war so, das war halt der Flip. Du wolltest das so. Ich freue mich, Ihnen zum Sieg gratulieren. Oh, heftig. Gut kombiniert. Und du hast recht, Sternekoch. Ja, 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 ich wollte am Anfang sogar Auto 4 nehmen, wenn er nicht die Ente genommen hätte. Das war dann Alpha, Limousine, Ente, Kreuzung. Geil. Taste, Solitär war Streamer? Taste, Solitär, so. Und dann wollte ich wollte sogar noch Gronkh nehmen, aber dann hat er Kohle genommen. Ach, wisst ihr, was ich die ganze Zeit dachte, dass bei eurem Auto noch Zone dabei ist, wegen 30er-Zone oder 50er-Zone? Ja, aber wir hatten ja, aber die Dinge hatte ich auch so. Ich hatte auch Schein für Führerschein, nicht für Auto, Scheinwerfer. Aber der Begriff war ja Auto und theoretisch waren drei Autos auf dem, also, ne, wenn der Alpha weit entfernt, falsch geschrieben. Standen ja drei Autos da. Ja, und eine Kreuzung ist ja ein eindeutiges Wort, während du bei dem anderen was hinzufügen musst. Mhm. 30er Zone oder Führerschein, aber Kreuzung bleibt Kreuzung. Was habe ich denn da nochmal genommen? Ja, du hast immer nur neutrale Sachen. Also einmal steht schon in der Seite. Genommen, Schein, du hast Führerschein genommen. Du hast Schein genommen, genau. Und dann ja, stimmt. Und das andere, das habe ich mir schon gedacht mit Konto. An Konto wäre ich nicht vorbeigekommen, aber hätten wir noch eine Runde gehabt, wäre mir das ja egal gewesen. Ja, du hättest die Begriffe ja vielleicht noch gehabt. Ja, also wir mussten jetzt Konto lösen, aber es war. Ja, ja, Konto war immer Kacke. Okay. Ja, krass, ey.
Ja, gut gemacht. Also das, ich hatte genau die gleichen Sachen, die du gesagt hast am Ende mit Blei und Gesetz und so, die hatte ich alle auch erwähnt. Also ich habe gesagt, er könnte darauf kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er das nimmt, was am sinnigsten, Anführungsstrichen, ist. Ja, das war stark. Ich hatte sehr viel Angst vor Winnetou, aber das hast du gut gemacht. Ja, das war halt, also das Wort war sehr stark, weil vor allem mit dem Jagdunfall, dass du dann nochmal daran gedacht hast, dass man dann, ja, das war schon gut. Du hast die Wörter sehr stark gewählt, das war heftig. Winnetou war ja schwarz, das habe ich jetzt gerade erst realisiert. Ja, ja, also Winnetou hätte uns fast rausgekegelt, ja. Ja, wobei, es wäre sowieso das Ende gewesen. Also ich bin davon ausgegangen, dass wenn du jetzt Winnetou nimmst oder halt es nicht lösen kannst, weil du Grau nimmst, dann ist es eh vorbei, weil er die drei machen wird. Ah, nee. Ich hatte gehofft, dass du auf Solitär auf das Spiel kommst. Dass du Solitär, ja, du hast es einmal kurz, hast aber du direkt wieder weggemacht, nachdem du Matteo Joe gemacht hast. Und dann hast du es wieder weggeklickt. Ich hätte aber jetzt noch eher wahrscheinlich Zeit genommen sogar. Wegen Streamer, viel, viel Zeit, die du vom PC hockst und so. Also hätte ich auch gesehen, Zeit, ja. Und Solitär weiter weg als Zeit oder Figur vielleicht sogar noch. Alpha hätte ich gemacht beim nächsten Mal. Also Solitär ist auch ein hartes Wort, muss man sagen. Ne? Das ist echt schwer unterzubringen, finde ich. Ja. Wenn ich Windows geschrieben hätte, hättest du Windows-Taste und Solitär genommen? Stimmt, das wäre gut gewesen, ja, glaube ich. Doch. Warum hast du eigentlich Tierkreiszeichen bei den, also wegen dem Star oder was? Das Problem war, ich hatte von der ersten Runde noch diese Ente im Kopf und konnte Tiere nicht nehmen. Ansonsten hätte ich Tiere 4 oder 5 nehmen können. Und im zweiten Durchgang war mir gar nicht mehr bewusst, dass ich das jetzt nehmen könnte. Genau, weil die Ente weg war. Genau. Ja, hat ja trotzdem funktioniert. Ich hätte sogar, also ich habe so eben gerade habe ich den Chat halt aufgemacht und dann habe ich gelesen, ich hätte zum Beispiel Tierarzt nehmen können, als Elfen, als Operation noch da war und als die Ente weg war. Das wäre krass gewesen. Tierarzt irgendwie 4 oder 5 sogar. Aber da bin ich leider nicht gekommen. Was war denn hier, Kohle hätte ich auch genommen bei Kochen. Was war denn das letzte Kochenwort? Was Star, Stern. Sternekoch. Echt? Genau, Sternekoch, ja. Ah, okay. Ja, ja, oder halt Michelin und so. Da habe ich richtig lange gebraucht, um mich davon zu lösen, dass es noch ein Kochwort gibt. Ich habe so lange gebraucht, bis ich Star realisiert habe. Aber okay. Ja, aber hast du gemacht und hat sich ja ausgezahlt. Yes, alright. Okay, wollen wir jetzt nochmal Teams switchen? Ja. Also für eine Runde, damit wir noch Forts spielen können? Ja, Forts würde ich nämlich auch gerne spielen. Oder wollen wir Forts direkt spielen? Jawohl. Das ist spannend, wann müsst ihr denn Feierabend machen? Ja, ich will nicht so lange mit euch zocken. Oha. Ja, wenigstens ehrlich. Weißt du, 6 Monate Pause vor einem Montagslobby, Alter, und dann will er immer nur 90 Minuten spielen. Länger kann er nicht. Wenn Leon hier gewesen. Oha.